Herzlich willkommen zum nächsten, zur nächsten Mission. Die Revolution steht an. Fünfte Terraner-Kampagne vom Hauptspiel von StarCraft. Sperrgebiet und zwar zweiter Mond von Antigua Prime. Ja, wenn wir mit Rainer jetzt die Daten noch rausholen können, letzte Mission fand ich ganz witzig mit dem Third-Person-Modus. Werde ich in Zukunft dann auch mal spielen. Wie gesagt, ist dann halt eben eine Remaster und beziehungsweise Remake eigentlich, ja. Ja, ist immer noch so ein bisschen durcheinander, obwohl ich mir mittlerweile doch eher angewöhnt habe, die Eigenschaften von Remake und Remaster auseinanderzuhalten. Remake ist halt einfach das Spiel mit neuen Inhalten bestücken und Remaster ist einfach nur die Grafik aufgewertet mit 1:1 dem gleichen Gameplay und Inhalten. Hey Mann, im Hauptquartier haben sie mit der Analyse der Disks angefangen. Sollen angeblich schon bald entschlüsselt sein. Ich hoffe nur, dass das, was sie auf den Disks finden, den Aufwand auch wert ist. Ich empfange eine Nachricht von Arcturus Minsk. Captain Rayner und Sie haben gute Arbeit geleistet, Commander. Ich glaube, dass wir den Würgegriff der Konföderation um die Randwelten geschwächt haben. Aber unsere Aufgabe hier ist noch nicht beendet. Lieutenant Kerrigan, mein Stellvertreter wird Ihnen die Details erläutern. Ich will direkt zur Sache kommen. Aus zuverlässiger Quelle wissen wir, dass Antigua Prime kurz davor ist, eine offene Revolte gegen die Konföderation vom Zaun zu brechen. Unglücklicherweise ist dies auch den Konföderierten bekannt. Sie haben auf Antigua Prime eine Abteilung des Alpha-Squadron stationiert, unter dem Kommando von General Duke. Ihre Aufgabe ist es, Commander, diese Kolonie zu befreien und den Leuten von Antigua unseren guten Willen zu zeigen. Lieutenant Kerrigan wird Ihnen helfen, mit Dukes Offizieren fertig zu werden. Um den Rest der Konföderierten müssen Sie sich allein kümmern. Okay, also wir sollen einmal Kerrigan zur Kommandozentrale bringen. Verteidigen Sie die Rebellen von Antigua. Und Rayner und Kerrigan müssen überleben. Alles klar, ich weiß nicht, ich glaube, also das Gesicht kam mir, haben die da das einfach das Model von Nova genommen? Und halt andere Haare draufgepackt. Hatte ich jetzt gerade so den Eindruck. Daten, sehr schön. Wir ein bisschen was über Antigua Prime erfahren wollt. Na klar. Hört sich gut an. So, dann machen wir es mal auf den Weg. Aber klar doch. Captain Rayner, ich habe gerade die Gegend sondiert und sie ferkelt. Was? Gesagt. Ja, aber Sie haben es gedacht. Oh, stimmt ja. Sind ja Telepathin. An Sie können wir nicht einfach weiterarbeiten, okay? Gut. Ich bin soweit. Ach, Rayner ist gar nicht als Heldeneinheit hier markiert. Zumindest in der Übersicht. Interessant. Kapiert. Fällt mir jetzt erst auf. So, Kerrigan ist halt nicht schlecht gegen die Einheiten. Ein Problem ist halt die
Dings decken die auf, die Raketentürme. Ach, schon Turm aus Charakterprofil von Kerrigan. Okay, dann machen wir das mal. Dann darfst du tatsächlich mal eine Runde vor Scouten gehen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. So, ein bisschen was an Schaden machst du ja. Aber halt nicht genug, um hier so ganze Dings aus dem Weg zu räumen. Alles klar. Ist eine andere Adler hin? Ah ja. Kann der zumindest schon mal weg? Ich denke, dich kriegen wir auch noch einigermaßen platt. Ist ja alles in Ordnung, solange nicht hier irgendwo rumschwadronieren. Mit irgendwas, was aufdecken kann. Forschungsschiffe oder halt oder halt Raketentürme. Allerdings dauert das doch relativ lange. Holen wir uns mal ein bisschen Verstärkung dazu. So, kommt ihr noch? Kapiert. Na, falls sie nochmal auftreten, dann oder auftauchen, dann können die Nullins die ja mal wegballern. Hab ich mir auch gerade gedacht. So. Kannst du mal den Bunker hier auseinandernehmen? Ihr könnt euch schon mal bereithalten da hinten. Dauert jetzt halt, aber dafür ist es sicher. Interessant, dass man hier die Bunker schon sieht. Hm, naja. Vielleicht, weil die so ein bisschen aufdecken. Als verbündete Einheit. Oder die ballern. Nee, dann würden die ja Schaden nehmen, wenn die da drauf ballern würden. Lieutenant Kerrigan meldet sich zum Bericht. Kapiert. Kurz angehittet. So. Dann kannst du dich aber, glaube ich, jetzt erstmal wieder enttarnen. Ihr legt mal los. Erstmal das hier weg. So, dass es etwas schneller geht. Na, vielleicht war das keine so gute Idee. Da gehen meine Einheiten hin. Na dann. Ach stimmt, Stopper hätten wir auch noch gehabt. Alles klar. Na gut, dann räumst du es bitte mal auf. Hab ich mir auch gerade gedacht. Okay, dann dauert das doch gerade ein bisschen länger. Gut. Wir brauchen dringend mehr Energie, meine Liebe. Und der Ritter in der weißen Gestalt, Jim Rayner, rettet den Tag.
Ja, ich hätte, glaube ich, mit den anderen hier nicht so viel rumspielen sollen. Ich frage mich, wie sinnvoll es ist, wenn ich mit Kerrigan einfach durchrenne. Wir müssen es halt echt nochmal warten, bis du ein wenig mehr Energie hast. Ich dachte wirklich, dass ich bei dem Bunker deutlich besser durchkomme, dass ich da mehr Schaden machen kann. Lieutenant Kerrigan. Yes, Jimmy. Na gut, du hast ja echt quasi nichts großartig abgekriegt. Ich warte auf dich. Du hast viel zu wenig Energie. Ja, das reicht absolut nicht. Aber wir können schon mal ein bisschen vorlaufen. So. Dann mal los, Commander. Okay, wir müssen halt echt warten. So Mist. Ich hasse es zu warten. Wäre cool, wenn wir die jetzt schon übernehmen könnten. Aber ich glaube, das wird nichts. Dann schiebt mal Kerrigan ein bisschen durch die Gegend. Ach, wieso dauert das alles also lange hier? Wird ganz schnell vorankommen. Schießt auf Rainer, okay, gut. Ich kann aber versuchen durchzufahren, komm. Okay, da muss Kerrigan rein. Stimmt. Okay, das ist sinnvoll hier. Rainer, gehst du jetzt drauf eigentlich? Wenn der Flieger mitgeht. Nicht genügend Energie. Alles klar. So, dann wären die so gut wie weg. Beide. Wieso geht das denn nicht schnell mit dem Regenerieren? Das dauert mir alles zu lange. Spiel. Ich hänge wieder zu lang rum. Gut, ich habe auch etwas unvorsichtig. Na gut, ich bin wieder zu ungeduldig hier. Ich möchte ganz schneller vorankommen. 0,9 Energie pro Sekunde. Naja, wir müssen halt echt jetzt warten. Wir müssen echt warten. Lieutenant Kerrigan meldet sich zurück. Und das kostet ja allein schon 25, um das überhaupt mal zu aktivieren. Würde ich sagen, wir machen einfach gerade einen kurzen Schnitt. Ich hole mich dann wieder zusammen, wenn die Energie mal ein bisschen aufgeladen hat. Denn mehr als warten kann ich mit leider auch nicht. Das ist ja so schon langweilig genug. So, bis gleich. So, da hat sich auch jemand wieder aufgeladen. Sehr schön. So, dann tarn ich mal. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier durch. Räumen wir halt dann noch ein bisschen auf. Kapiert. Ich habe hier alles soweit erledigt, Commander. Die Leute von Antigua dürfen uns jetzt ebenfalls unterstützen. Genau. Diese Idioten von der Konföderation haben wir lange genug toleriert. Ach, cool. So, du musst auch dringend mal repariert werden. Aber das sollte jetzt ja passen. Okay, ich hätte mich halt tatsächlich am Anfang schon hier durch schleichen sollen. Ich bin soweit. Dann tarn ich nochmal und erlege den mal. Kommande, ich mache eine große Streitmacht der Konföderation aus, die sich genau auf unsere Position zubewegt. Ja, die verlieren wirklich keine Zeit. Ja, alles klar. So, das ist unbesetzt. Das ändern wir doch mal.
So, dann hätte ich gerne noch ein bisschen Verstärkung. Du kannst mal nach oben. Du wirst als erstes mal repariert. Okay, Feuerfresser geht noch nicht. Dann gleich mal machen. So, der Herr Rayner ist wieder fertig. Du gehst mal hier zum Reparieren. Du gehst hier zum Abbauen. So, ihr könnt ein bisschen zu wohl. Machen wir einfach mal vorerst reine Marine-Bunker. Soweit alle besetzt, sehr cool. Frau Kerrigan. Genau. Du solltest dich auch mal hier ein bisschen verziehen. Ich glaube, ich brauche tatsächlich Landefläche unten. Das müsste die Basis sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Weiter, Commander. So, jetzt geht das hier dann doch relativ langsam erstmal vonstatten. Sogar zwei Fabriken, wie nett. Ich brauche heute ganz dringend erstmal Einheiten und vor allem Mineralien. Einheit zu Mineralien abbauen, so. Zack. Jetzt mal das mal hier hin. Okay. Gegen Boden sind die halt echt nix. Die Wohneinheiten können wir halt echt knicken, die Raumjäger. Sehr schön. Ich glaube, da können wir dann ein Tarnfeld erforschen und maximal Energie. Mal schauen. So, dann möchte ich jetzt aber erst gerne mal so 8 bis 10 WBFs haben, die hier Mineralien abbauen. Könnte man eigentlich auch noch was zuschicken. Du kannst ja dann, wenn Not am Mann ist, kannst du ja reparieren gehen. Haben auf jeden Fall schon mal ein WBF mehr, das hier rumbasteln darf und kann. Nicht genügend Mineralien. So, und es wird. Dabei haben wir auch schon eine Raffinerie. Da muss ich halt danach nur mal ein paar WBFs reinschicken, wenn wir halt welche über haben. Ich denke, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, hier unten ist auch noch ein bisschen was an Mineralien. Okay, cool. Könnte ich notfalls ja da noch eine zweite Basis hinbauen oder ein zweite Kommandozentrale. So, dann bitte noch einmal Nachschub bringen. Danke. Allzeit bereit. So, Rainer, holen wir auch mal so ein bisschen aus der Schussbahn. Dann wird das ja so langsam. Verstanden. So, da hätten wir hier schon mal die 9, die Mineralien abbauen. Dann hole ich mir noch 3 bis 4, die in die Raffinerie können. Und dann fangen wir mal an, hier Einheit zu produzieren. Können wir eigentlich schon? Ich glaube, wir können sogar schon. Ne, wir können keine Kohle jetzt bauen. Wir können tatsächlich nur Adler. Oder halt Belagerungspanzer. Was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist. So, dann können wir, glaube ich, schon mal langsam anfangen. Das Zahnfeld ist gar nicht. Brauche ich das wirklich? Will ich das wirklich? So, da haben wir die 3 für die Raffinerie. Mineralienproduktion kommt so langsam in Gang. So, lobe ich mir das. Der einsame Marine. So, zack, da bitte rein. Die Kollegen können da direkt nach. Koordinaten übermitteln. Ich könnte vielleicht mal einen rausschicken zum Erkunden.
Ja, ich glaube, ich will aber doch das Geschwindigkeits-Upgrade haben. Ja, Sir? Bitteschön. Ja, und die Mineralien sind doch, also die, beziehungsweise das Gas ist doch relativ schnell jetzt zur Neige gegangen. Na gut, die Upgrades machen halt auch was aus. Melde mich zum Dienst. Weil die ganze Zeit noch nicht gesammelt. So, mal eine 5er Einheit WBFs. Vielleicht noch 2 da rein. Na, 1 vielleicht noch. Forschung abgeschlossen. Dankeschön. So, okay, also wir können tatsächlich immer noch keine Lagerungspanzer bauen. In Ordnung. Was da noch rein? Ihr sollt da nicht alle rein. Diese blöde Doppelklick-Sache da. So, 1, 2, 3. Ich behaupte, ich das mit der Maus repariert kriege, ansonsten muss halt dann doch leider eine neue her. Gegner verhält sich aber erstaunlich ruhig. Okay. Dann mach das doch vielleicht mal. So, und ich hoffe, du bleibst dann nicht irgendwie wieder stecken. Gerade hier wäre das ja dann etwas problematisch. Mal gucken. Schauen wir einfach mal, was das wird. So, ja, aber das sieht doch gut aus. Ja, brauche ich das jetzt eigentlich wirklich? Haben wir eine Werkstatt? Ja, leider nicht. Das ist eine Kompensation, könnten wir auch noch machen. Um zu wissen. Fehlt doch Marine. WBF abflugbereit, Sir. Los, los, los. So, genau. Und produzieren können wir dann auch bei Gelegenheit machen. Allerdings, die Maschinendecke ist es ja. Gut, dann Fabriken, Raumhafen. Fangen wir langsam mit Landungsfrachtern an. So. Nee, du hast für dich alle Upgrades. Basis wird angegriffen. Okay. Ich mach halt echt nichts gegen Bodeneinheiten. Was? Fahr bitte mal raus. Okay, wir können dich leider nicht auspacken. Du bist, sperrst dich wahrscheinlich hier wieder ein, ne? Verstanden. Ah, das hast du echt geschafft raus. Cool. Sehr beruhigend. Frachter bauen eigentlich. Ja, Sir? Ach, weißt du was, komm. Upgrade fertig. Alles Roger. Dreimal Rainer mal gerade. Ja, kann ich nicht bauen. Bestätig. Dann holen wir hierfür noch ein bisschen Nachschub. Ich denke, 12 Arbeiter sollten eigentlich mal reichen. Hier mit 4 ist auch soweit ausgelastet. Du bist fertig, das ist schön. Dann hauen wir hier nochmal Upgrades rein. Dich lassen wir mal hier, wenn Not am Mann ist und was repariert werden muss. Fangen wir an. Achso, wir brauchen noch eine Akademie. Stimmt. Landungsschiff bereit. Eingabe der Koordinaten. Sehr gut. Kann eigentlich auch schon mal hier runter. Du lebst tatsächlich noch. Updates sind soweit durch. Die Upgrades sind soweit durch. Dann getarnt. Angriffsformation.
Laufst du mal zu los zum Erkunden. Koordinaten empfangen. Zielvektor erfasst. Roger. Ich glaube, die waren auch relativ gut ausgestattet. Möglicherweise die das mit dem Tarn noch nicht erforscht. So, das können wir eigentlich wieder mit so ein paar Dings mal wegsnacken. Ein paar Raubjägern, die getarnt sind. Vielleicht machen wir doch noch ein paar. Das ist nicht so billig. Meldebereitschaft. Halt doch ansatzweise nützlich. Vor allem, wenn wir ein paar mehr haben. So, jetzt können wir auch Feuerfresser machen. Das ist doch schon mal ganz gut. So, vielleicht brauchen wir doch ein bisschen mehr Mineralien. Obwohl, es füllt sich ja doch relativ schnell wieder auf. Wie sieht es mit deiner Tarnerei aus? Gut soweit. Wie gesagt, das Ding macht halt so. Was macht die eigentlich an Schaden? Schießpanzerung. 8, also wie gesagt. Zielvektor erfasst, Commander. Roger. Nee, komm, zieh dich mal nochmal zurück. Koordinaten empfangen. Ich warte mal noch mit dem Beladen hier. Ja, melde mich zum Dienst. So, und dürfen wir jetzt, glaube ich, alles Wichtige haben hier erstmal. Jo. Dann zieh dich nochmal zurück. Versorgungsdepots haben wir tatsächlich auch erstmal genug. Adler brauche ich keinem. Obwohl, ah, mal gucken. So, Bauleiste voll. Na, ja, die sind aber auch soweit erstmal weg. Wie lange braucht ihr denn eigentlich, bis ihr mal fertig seid? Ja, 3 Stück haben wir immerhin. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Wie viel hatte ich hier? 2 Stück um. Ja, ich glaube, mit 5 können wir so ein bisschen was reißen, denke ich mal. Meldebereitschaft. Alles klar. So, du kannst ja auch mal zu Rainer. Ich glaube, Rainer packe ich allerdings auch mal irgendwo hin, wo ich die hier sehen kann. Upgrade fertig. So, achso, ja, genau. Wir können noch eine Kommsatzstation da hinsetzen. Mittlerweile sind es 4, sehr gut. Ihr werdet auch immer mehr. Geld wird auch immer mehr, von daher. Wo ist noch eine Armee zusammen? Dann bauen wir da erstmal das Zeug weg. Dann können die. Okay, alle fertig soweit. Hole ich mir noch welche? Na, ich glaube fürs erste nicht. Meldebereitschaft. So, dann kommt mal her. Ihr dürft euch jetzt alle enttarnen. Angriffsformation. Koordinaten empfangen. Wie schnell das jetzt hier plattgeballert kriegt. Obwohl, vielleicht schießt er erstmal die Einheiten weg. Wenn ihr mir die ganzen Einheiten hier reinlegt, ist mir das natürlich recht. Ich glaube, bei dem einen wahrscheinlich gleich. Jo. Das war, glaube ich, der frische. Ein bisschen was hat der weggeschossen. Vielleicht habe ich doch noch ein paar mehr davon. So, ihr macht euch aber auch schon ganz gut da unten.
mal wieder die Mineralien ausgehen. Ich glaube, wir brauchen auch bei Gelegenheit noch ein paar neue Versorgungsdepots. Kommander, Koordinaten übermitteln. Oh. Zielvektor erfasst. Roger. Koordinaten. Kommt die mir jetzt so schon? Roger. Gut, wenn ihr unbedingt Bock habt, hier anzugreifen, ist es nicht verkehrt. Dann können die Jäger euch ja abfangen. Wahrscheinlich mal in der gleichen Ecke anzugreifen. Ist hier gut. Weiter, Commander. Angriffsformation. Wieso hast du denn Schaden genommen? Achso, wahrscheinlich auf dem Weg darunter. So, ist wird aber tatsächlich. So, dann darfst du noch ein bisschen nachholen. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt hier die... komm. Meldebereitschaft in Bereitschaft. Zielvektor erfasst. Meldebereitschaft. Koordinaten empfangen. Na komm, sammelt euch mal zusammen. Tarn. Und los geht's. Dann machen wir einen kurzen Angriff hier. Okay, das sind zwei, wo ich ein bisschen Sorgen mache. So. Erste. Zielvektor erfasst. Angriffsformation. Diesmal keine Einheiten verloren. Bist du fertig mit Abbauen da oben? Jawohl. Und du kannst ja noch. Na, nicht mehr so wirklich. Doch, du kannst dich noch bewegen. Dann fahren wir gerade bitte hier runter zum Reparieren. Hier werden es wieder etwas mehr. Meldebereitschaft. Was haben wir denn mittlerweile? Oh, geht ja noch. So, fahren wir da unten zu reparieren. Den Rest holen wir dann gleich auch noch mit. Wir können uns nochmal mehr Einheiten. So, dann könnten wir eigentlich mit den Jägern runter. Dann gleichzeitig mit der Landungsfracht dann schon mal ein paar Leute absetzen. Was haltet ihr denn davon? Hm? Feuer gefällig. Wahnsinn! Los, los, los! Los geht's! Ja. Meldebereitschaft! Genau! Meldebereitschaft! So. Feuer gefällig. In Bereitschaft. Dann kommt mal her. Weiter, Commander. Was ist denn an dir? Das ist ja echt alles hier. Kein Akt. Glücklicherweise sind sie halt nicht so, aber gut, ist halt auch einfach nicht zu intelligent und den schießen halt das WBF weg. Haben wir nochmal Glück gehabt. Meldebereitschaft. So, einmal tarnen. Nach unten. Und die neue, wahrscheinlich die neue Raffinerie. Oh, tatsächlich nicht. So, bündelt mal eure Angriffe so ein bisschen. Ich brauche nicht mehr irgendwo auch so lange hier was wegzuschießen. Dieser gegen Bohnenhelden echt absoluter Mist, leider. Aber gut, wie gesagt, dann haben wir weg, was wir wegkriegen können. Okay, das ist nicht so gut. Ich glaube, da müssen wir noch was ändern.
du mal reparieren. Wir haben ja Zeit. Ich meine, die machen ja keinen Schaden, Dieter. Die machen ja keinen Schaden. So, und in der Zeit... Kann's kaum noch erwarten. Wird aber noch Platz. Oh, sie kleben an mir. Okay, das sind sich die ersten schon. Nicht genügend Energie. Enttarnt? Koordinaten empfangen. Sie wurden enttarnt. So, ihr seid soweit fertig. Alles klar, dann. Halleluja. Einmal hier ausladen. Die Arme und Beine innerhalb des Wagens, bis das Fahrzeug völlig zum Stillstand gekommen ist. Ist ja gut. So, Kampftruppe 1 ist schon mal angekommen. Wir sorgen für Nachschub. Warte auf Befehle. Das sieht doch schon mal gut aus. Wahnsinn. Walzt mal los. So, bis Verlust haben wir, aber... zu rechnen. Los geht's. Kommander. So, ist aber doch relativ viel Verlust. Zack. Kann's kaum noch erwarten. Kommander. Wahnsinn. Los geht's. Los, los, los. Spinnenminen. Wahnsinn! Dreist. Jetzt geht's rund. So, hier ist halt jetzt ein bisschen mehr los. Wie gut kommt ihr denn damit zurecht? Los, los, los. Los geht's. Ist euch besser als erwartet. Feuergefällig? Haltet euch fest, jetzt geht's rund. Wahnsinn! Kommander! Los, los, los! So, ballert hier mal noch weg, was geht. Sehr schön. Jetzt geht's rund. Wahnsinn. Los, los, los. Die scheinen hier noch eine zweite Fabrik zu haben, aber wie gesagt, nach und nach kriegen die jetzt platt. Kommander. Jetzt geht's rund. Kann's kaum noch erwarten. Ihr könnt euch dann mal anschließen. Wir brauchen mehr Nachschub. Obwohl die, glaube ich, jetzt nicht mehr allzu viel hier uns umbringen sollten. Wahnsinn. Das sieht, glaube ich, gut aus. Verstärkung ist auch da. Nee. Los, los, los. Los geht's. Ja, das dürfen wir dann. Weiter Maudie, die hat sich gelobt, die Spinnmine. Welche? Los, los, los. So, zack. Los, ein zweites Schiff rein. Auch. Feuer gefällig. Also los, ihr könnt gut da nochmal abladen. Behalten die Arme und Beine innerhalb des Wagens, bis das Fahrzeug völlig durch. Hör auf Befehle. Wahnsinn. Jetzt geht's rund, Kommander. So, ja, viel haben wir nicht mehr, das ist cool. Wie gar keine WBFs mehr? Jetzt geht's rund. Die bauen noch ab hier. So,
So, aber zurück mit euch. Was auf Befehle. Haben wir es jetzt aber gleich. Wann es gerade liegt. Los geht's. Den Rest haben wir dann auch gleich erledigt. Wahnsinn. So, sehr schön. Ja, na gut, einigermaßen Überlebensrate. Aber ja, wir haben doch einiges weggehauen. Hat das allerdings auch ein bisschen länger gedauert. Aber gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.